Stein auf Stein, Tag für Tag, bis die Nürnberger Fußballfestung endlich steht. Das Max-Morlock-Stadion hat es Joey Bryant angetan. It has two roofs, a running track, which I've never done before, and massive floodlights. Beim Heimspiel gegen Hoffenheim hievt Joey sein Werk auf die große Bühne und wird im Stadion gefeiert. It was quite nerve-wracking. Wow, das war nervenaufreibend. Cool! Joey aus Sussex liebt Lego und Fußball. Aber die Stadien in England sehen alle gleich aus, sagt Joey. Daher baut er lieber deutsche Stadien. Köln im Hintergrund, Schalke. Und beim Besuch in Gelsenkirchen entsteht die Idee für Nürnberg. Als wir auf Schalke waren, waren sie so beeindruckt von seinem Stadion, dass die Schalke-Fans Joey gebeten haben, Nürnberg-Stadion nachzubauen. Eine Fanfreundschaft zwischen Schalke und Nürnberg-Anhängern brachte Joey hierher. Fotos helfen dem 10-Jährigen beim Bauen, um alles möglichst echt aussehen zu lassen. Auch Nürnbergs Torwart Christian Martenia ist beeindruckt. Ich habe gestern auch den Jungen gesehen auf dem Platz, habe ihn ja auch noch mal kurz begrüßt. Und ja, ich habe auch seine Videos schon mal auf YouTube gesehen. Ist auch eine große Arbeit, die er macht. Ne? Dickes Lob vom Nürnberger Torwart, aber Joeys Lieblingsspieler ist ein anderer. Der neue Clubstürmer. Kübel. Warum? Why is that? Wir schauen uns in England viele Bundesligaspiele an und du fandest Kubo irgendwie cool, nicht wahr? Noch schnell ein Foto für die Firma Lego, die bislang kein Interesse an Joeys Stadion zeigt. Zu viert müssen sie das Max-Morlock-Stadion vom Platz schleppen. Die Flutlichtmasten kommen zuerst runter. Was passiert nun mit Joeys Lego-Arena? Wir behalten es. Nein, wir brauchen die Steine für das nächste Projekt. Nein, wir behalten dieses hier. Es ist ein besonderes. Diese Festung wird nicht zerstört. Auch wenn Joey Bryant bald wieder viele rote Steine braucht. Das nächste Projekt vom Lego-Ingenieur, die Arena des FC Bayern.